bezahlt. Willkommen zurück bei dem Zuschauer bei Drakensang am Fluss der Zeit. Und ja, wir sind beim Hammerberg. Und wir haben eine Menge Arbeit vor uns, damit wir zum Oberpiraten vorgelassen werden, zu Donnerfaust. Falsch. Und zwar müssen wir... wo ist es denn? Gunste der Piraten müssen wir noch für alle fünf Piraten Aufträge erledigen. Aber das erste, was wir jetzt machen müssen, ist kurz Fyris auf dem Boot zurücklassen. Natürlich. Ich schätze es gar nicht, dass wir für diesen unverschämten Zwerg Botengänge gemacht haben. Ich würde vorschlagen, das Gold schnellstmöglich zurückzuholen. Wächst in der wunderbaren Wege. Ja, Quado schlägt gerade vor, den zu beklauen. Was ist? Komm mit Vorgrim. Vorgrim in der seine Taverne ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Weil der eine Piratenkapitän will ja nicht mit uns sprechen, solange wir Fyris dabei haben. Was? Aber ja. Quano. Schon erledigt. Ein Piratenbestehen ist eine Wunder. Also, sowas? Nein, versuchen wir es nochmal. Das ist gegen die Regeln. Hey, Finger weg! Augen offen, Jungs. Ich will keine bösen Überraschungen. Okay, dann machen wir mal seinen Diebstahl etwas höher. Wo ist es denn? Taschendiebstahl, genau da. Er hat eh noch genug Steigerungspunkte. Jetzt warten wir, bis das sind offen, Kapitän. Weg ist. So. Gut. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ach, 11 Dukaten und eine seltene Münze. Und die Dietriche nehmen wir auch mit. Haben wir wenigstens einen Teil des Geldes uns wiedergeholt, dafür, dass der uns da verarscht hat. Okay, Kapitän Rumpo, das ist der, für den wir die Büchse besorgen sollen. Hammerberg Krämer. Ja. Der verwunschene Höhleneingang war das mit dem Geist. Aber jetzt will ich erstmal wieder in die Taverne und mit dem Letzten reden. Ja, die Musik. Passt in die Taverne. Gut, dann gucken wir mal. Wenn ich dran denke, dass Hakensang so viel Anteil unterschlägt, weißt du, was ich dann mache? Dann stelle ich mir einfach vor, wie er versucht, sich mit seinem Haken die Hose zuzubinden. Okay, dann reden wir jetzt mal wieder mit Soremann. Willst du mich wirklich bei meinen Geschäften stören? Ich habe noch gar nicht gesagt, was ich will. Nun hast du gesagt, dass du was willst. Meine Antwort ist nein. Ja, wirklich? Willst du mich wirklich? Dann gehe ich eben. Okay. Bestell dir ein Bier. Also bei dem hier komme ich schon mal nicht weiter. Ah, wie läuft Schulden eintreiben? Gibst du einem einsichtigen ehemaligen Schuldner und amtierenden Tavernenkönig einen aus? Tavernenkönig, wer ist das? Ich bin das. Und wenn du es werden willst, dann musst du mich schlagen. Beim Saufen, dann wirst du selbst Tavernenkönig. Dann bekommst du eine Krone und kannst frei saufen. Der Herausforderer zahlt. Okay. Ich verstehe, aber wo ist eure Krone, eure Meister? Hab ich verlegt, verloren oder sie wurde mir geklaut. War so ein Unglück. Hätte nie Schulden gemacht, wäre das Ding nicht weg. Toll, und das bringt mir was? Herausforderer, den Dukaten auf den Tresen und hoch die Tassen. Du faust einen Zwerg raus, das will ich mal sehen. Dort jawohl, liegt er. Der Tavernenkönig nimmt die Herausforderung an. Wählt die Waffe mit Bedacht. Den Fluss aus Bier oder den Schnaps. Stumm. Meine Waffe ist der Schnapssturm. Wenige schwere Konstitutionsproben. So sei es, Letty. Wie ihr befehlt.
Oh, König ohne Krone. Ja, ja. Und gewinnen wir? Herausforderer! Reich jetzt los und vergiss nicht, ein kleines Wanken reicht aus und das Spiel ist aus und entschieden. Auf zur ersten Runde! Der ist ja schon total besoffen und ich bin nüchtern. Sieht nicht besonders kräftig aus, der Schnapskonzentration. Du wankst schon. Leicht, aber sicher. Was das? Verloren hast. Das kann nicht sein, da muss doch irgendwas drin sein. Richtig. Ist durchaus üblich, dass die Getränke abgemischt werden. Dann wird das Prozedere abgekürzt. Solange beide saufen, geht alles mit rechten Dingen zu. Verloren ist verloren. Vielleicht freue ich später noch einmal heraus. Das versuchen wir nochmal. Ah, wie läuft Schulden eintreiben? Gibst du einem einsichtigen ehemaligen Schuldner und amtierenden Tavernenkönig einen aus? Klar, für einen sehrwürdigen Trink auf meinen Wohl. Der Tavernenkönig dankt. Möge dir Praios aufs Haupt scheinen. Ja, ja. Okay, und ich fordere dich heraus. Herausforderer? Ja, ja, dort bin ich. Jawohl, der Tavernenkönig nimmt die Herausforderung an. Viele leichte Konstitutionsprobleme. So sei es. Litty, lass den Fluss. Wie ihr befehlt. Ja, ja, kennen wir alles schon. Dann versuchen wir es nochmal. Herausforderer. Bier zum Warmwerden. Das Erste ist immer das Leichte. Noch ein Bier. Wundervoll. Kommen wir doch gleich zu Bier Nummer 3. Kann ich nur zustimmen? Das ist gut. Können den ganzen Tag weitermachen. Ja, das tolle Saufen. Geht mir genauso. Kein Wanken, also zum nächsten. Schade. Hast du doch die erste Runde überstanden. Aber das Gute ist, es ist nicht vorbei. Nun kommen wir zur zweiten Runde. Ich lehne den Krug mit dem Spezialboy und dann du. Kippst du um oder keiner von uns? Bleib ich König der Taverne. Auf die Zwölfe! Du trinkst zuerst, kippst nicht um und hast gewonnen. Warum soll ich da den Krug in einem Zug leer machen? Ist Tradition. Dann mal also, los. Köstlich. Ist ja viel schwächer als in der ersten Runde. Davon kippst du doch nicht um, Bart. Ich weiß nicht, was du meinst. Litty mischt's ab. Sie meint's wohl gut mit... Und wer ist der Tag? Okay. So einfach gewinne ich das wohl nicht. Kann sie mir vielleicht helfen? Ich bin gerade sehr beschäftigt. Bitte beeilt euch. Mischst du den Inhalt der Krüge? Wir sollten das nicht direkt hier besprechen, wenn er... Was war? Wenn... Seht ihr? Kann ich was anderes für euch tun? Ich komme später wieder, okay. Das muss ich vielleicht in der Küche mit dir besprechen. Also mit dem kriege ich... Kriege ich nichts Willst zu reden. Willst du mich wirklich beim... Nun hast... Okay, den kann ich nicht anquatschen. Was ist mit Wackernagel? Hey, kennen wir uns nicht? Ist uns trübes Licht hier. Du bist doch der Elfenversteher, der so viel gequatscht hat, hm? Wenn du willst, lass uns etwas zusammen trinken. Du kannst mir doch sicher was auslegen, hm? Weil der Hakensang unseren Anteil unterschlägt, bin ich gerade arm wie König Mizirion. Okay, das ist wahrscheinlich wirklich arm. Ich kenne Mizirion nicht. Ja. In Ordnung, die Runde geht auf mich. Schätzchen! Bring uns zwei... Ich bin nicht dein Schätzchen, Becherbeißer. Aber wenn du nett lächelst, bekommst du, was du willst. Gut. Ach, so lässt sich's doch leben. Heben wir noch einen? Ist grad so nett hier. Jo. Wie wär's mit etwas Stärke, mein Primafeuer? Das ist zu viel für dich. Primafeuer? Zu viel für mich? Nicht doch. Litty! Oh, das kann ja heiter werden. Aber der Kunde ist König. Gut. Und Eilefs versunkener Schatz? Das ist doch nur ein... So. Willst du mal einen Witz hören? Immer doch. Treffen sich zwei Piraten, Kapitäne. Sagt der eine? Was ist mit deinem Bein passiert, Mann? Der mit dem Holzbein antwortet, beim Entern von einem Bolzen einer Hornisse erwischt worden. Und was soll daran ein Witz sein?
Das war der Witz? Nee, also er trifft ihn irgendwann wieder mit einer Hakenhand. Wie ein gewisser Kapitän da drüben. Die Erklärung ist wieder beim Entern von einem Bolzen einer Hornisse erwischt worden. Okay, wird's noch lustig. Pass auf, das nächste Mal fehlt ihm auch noch ein Auge. Und, hat sich wieder die Hornisse erwischt? Die Antwort? Nee, in Karipso hat mir ein Vogel aufs Auge geschissen und ich vergaß meinen Haken. Naja, das ist ja dämlich als witzig. Ah, ich hab mich auch schon gefragt. Oha! Das Rad an der Decke, das dreht sich. Oder bin ich, das muss mich mal festhalten. Hört aber gar nicht auf. Du sollst jetzt erstmal in die frische Luft gehen, an einen sicheren Ort. Wenn du dich hier hinlegst oder gar Schlimmeres, wird Jadira dich mit dem Nudelholz rausprügeln. Hör also lieber auf diesen Rat. Jo. Du hast immer gute Ideen. Finde ich super. Oh, ja, aber mir ist so übel. Ich geh raus. Okay. Das heißt, wir können bald Wackernagel folgen. Und ich denke mal, wenn wir der König der Taverne sind, haben wir auch die Möglichkeit... Ich bin gerade sehr beschäftigt, bitte. Ja, das mache ich. War was nicht in Ordnung? Der finale Krug war sehr lasch, so wird es wohl nie einen neuen Tavernenkönig geben. Radomir mir wollte es halt so. Und er ist nun mal der Tavernenkönig. Aber wenn ihr unbedingt gewinnen wollt, solltet ihr es selbst in die Hand nehmen. Ich verstehe. Kommen wir zu einer anderen Sache. Ja, ich höre... Ein Stabs wie Prima Feuer, vielleicht wird das später dein Weg ausgeglichen. Falls ihr denkt, dass unser Tavernenkönig dadurch ausgeschaltet wird, vergesst es. Betrunken ist er sowieso, aber umkippen wird er nicht. Könnt ihr es da nicht etwas Effektiveres als Prima Feuer geben? Ja, da gäbe es schon etwas. Das wäre aber zu einfach, oder? Nein, ein wenig könnt ihr euch schon selbst den Kopf zerbrechen. Okay, kommen wir was anderes. Ich höre. Komme später wieder. Dann muss ich mich mal umhören, was so das Härteste ist, was wir hier ausschenken können. Als Prima Feuer. Aber jetzt verfolgen wir erstmal Wackernagel weiter. Wo will unser Wacki denn hin? Nachsehen, ob noch alles da ist? Okay, jetzt schleichen wir ihm mal hinterher. Vielleicht hat der Krämer ja gescheites Bier. Okay, Wackernagel. Das sieht irgendwie ulkig aus, wie wir da am helllichten Tage einem Besoffenen hinterher laufen. Okay, an dem Grabstein scheint etwas zu sein. Was soll das? Du elende Spürnase! Ups. Das war wohl... falsch. Mein Kopf. Du redest jetzt, deine Reaktion verrät dich. Gib schon zu, dass du die Beute gestohlen hast. Das ist mein rechtmäßiger Anteil. Wenn ich dieser Geist als Kapitän wäre, nicht schlagen. Die Beute ist unter den Steinen des hintersten Grabes da. Gut, willst du vor deinen Kameraden gestehen oder dich verziehen? Ich ziehe weiter. Wird mir zu heiß hier. Vielleicht gehe ich nach Ferdok zurück. Zu meinem Sohn Laris. Die gestohlene Beute bleibt hier und jetzt geh. So, damit haben wir wohl die Beute. Oh, hier sind sogar lose Steine. Beute. Und die können wir dann ja dem anderen zurückgeben. Aber jetzt will ich mich erstmal hier draußen noch ein bisschen umhören. Du darfst ruhig meine Werkbank... Okay, dem seine Werkbank kann ich benutzen, aber vielleicht hat der Krämer oder sonst wer hier eine Idee,
was ich dem Tavernenkönig verpassen könnte. Oh ja, der sieht aus wie ein Zwerg und der hat sicherlich starkes Zeug. Willkommen beim einzigen Händler für wahre Ausrüstung in ganz Hammerberg. Wieso ich das hier verschiedene einzige oder einzig wahre Händler? Der einzige. In diesem Ort kann es nur einen Händler für Ausrüstung geben. So ist die Vereinbarung zwischen den Kapitänen und Girtasch. Ah, toll. Eine Frage hätte Frag ich noch. Nur. Erzähl mir über Girtasch. Girtasch ist wohl der einzige Zwerg mit Visionen. Früher haben wir nur in der Erde gebuddelt, aber dank Girtasch sind wir jetzt eine richtig wohlhabende Sippe. Tja, das Handelsmonopol hier ist allein sein Werk. Ich bin stolz, dass Girtasch mein Clan-Oberhaupt ist. Das sag ich euch. Wie viel Schutzgeld musst du zahlen, dass er dich nicht verprügelt, Girtasch, hä?